Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Rexit. Ja, warte mal, richtige Taste drücken. Wir müssen mal hier zurückgehen. Ich habe den ein bisschen umgestellt, damit wir bestimmte Sachen mehr bekommen. So, jetzt geht hier die Framerate gerade wieder ein bisschen flöten. Ihr seht schon, ein bisschen mehr von allem bekommen. Und wir müssen gleich hier nochmal hinter. Alter, diese Framerate. In der Nähe von den Dingern. Alter, leck mich am Arsch. Und mir geht gerade so richtig die Framerate flöten. Fragt mich nicht wieso. Normalerweise geht sie nicht so flöten. Normalerweise haben wir konstant über 30. Jetzt sind wir gerade bei 19. Hä? Warte mal, wir stellen mal kurz hier was ein. Options, Video Settings. Tun wir dich mal auf 60 limitieren. Und dann. Nicht die Tür. So. Okay, und dann tun wir hier in unseren Grinder jetzt. Das wird lustig. Eisen, Gold, Tin, Osmium, dich hier. Und wenn wir noch mehr Kohle bekommen, wo wir eigentlich die mal in unsere Öfen verteilen können hier, damit die noch lange genug laufen. Weil die sind ja tatsächlich voll, ne? Und ich habe mir jetzt so gedacht, wir haben ein paar Advanced Cable. Bauen wir doch währenddessen, solange wir es nötig haben, eine Überbrückung. Das war jetzt eigentlich eine blöde Idee, aber scheiß drauf. Von unserem Stromlagersystem hier unten. Dass wir hier ein In-Out draus machen. Ich dann einfach währenddessen das hier vorpacke. Und im Grunde sollte da jetzt eigentlich die Energy ausgehen. Im Grunde, wenn ich hier rauskommen würde, ist die andere Sache, ne? Alter, wie das jetzt gerade ableckt. Ich glaube, es hackt. So, und jetzt müsste das Ding da drüben eigentlich noch viel besser laufen. So. Jetzt gehen wir mal kurz pennen und ihr merkt, werdet wahrscheinlich merken. So. Hui. Ich versuch's mal zu klicken. Getroffen. Yay, geilo. Geilo Mortico. So. Aha, okay. Ja. Bedeutet, hier geht uns jetzt das ganze Zeug durch, was wir haben. Wir haben noch ein bisschen Eisen. Kann er gleich hinterher schicken. Das Ding ist jetzt gerade voll, alter Eisen. Werden wir so viel nachher haben wieder. Wenn ich hier schon sehe, wie viel hier durchgeht. Hulla die Waldfee. Sortieren. Aber Redstone haben wir noch am meisten. So. Eigentlich müsste das Ding jetzt da drüben flüssigst laufen. Was man von meiner Framerate gerade nicht sagen kann. Meine Güte. So. Aber. Schauen wir hier so. Zap, 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 zap. Problem ist wiederum, wir müssen momentan die. Kann man das essen? Ah ja, das kann man essen. Ach, schau einer an. Momentan muss man leider noch die Fossilien ja selber craften. Das hat es noch nicht mal mehr aufgesammelt. Okay, mit dem Schwert ist das eine blöde Idee. Ah ne, da sind sie gerade. Alter, ich spack gerade richtig ab. Leck mich am Stisselmanissel. Wie als ob ich noch nie das gesehen hätte. Was ist das? Was macht ihr da? So, wir gehen mal aus der Framerate-droppenden Zone raus. Fressen uns hier so ein bisschen durch. Ja, jetzt sind es doch die, die ich haben wollte, die Framerate. So. Jetzt tun wir noch schnell mal ein paar Sojabohnen essen. Alter, jetzt ist es gerade echt so, als ob ich hier... Holy shit, ist der groß. Hallo, du kleiner süßer Putzi-Putz. So klein bist du gar nicht mehr. Holla die Waldfee. So, ja, wir wollten ja im Grunde mal ein Dino-Gehege bauen. Und, ja,
Ich würde ja gerne nochmal schnell eine kleine Runde machen, ne? Ist nicht so, als ob ich jetzt gerade nicht so Lust hätte, auf die schnell nochmal ein Dings zu machen. Das wäre eigentlich nochmal eine coole Höhle, ne? Also, aber hier geht's hinten rein, die müssen wir dann wieder verschließen. Obwohl, so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Die kommen halt höchstwahrscheinlich dann hier nicht mehr raus. So, da hinten sind große Bäume. Müssen wir uns merken für nachher. So, und jetzt lädt erst hier die Welt rein. Das ist sehr schön. Aber die Frame Rate ist jetzt wieder praktisch bei 30. Genauso wie ich es haben wollte. Da unten sind Fossilien, da wollte ich hin. Ich wollte nochmal schnell ein bisschen Fossilien sammeln gehen. Und da wollte ich extra für zu den Steinbergen. So. Achso, ich habe Stein rausbekommen. Schade. Ich brauche Fossilien. Was ist eure Scheiße hier? Warte mal, ihr könnt das wieder für euch nehmen. Und das könnt ihr wieder haben. Das könnt ihr auch haben. Den brauche ich auch nicht. Das kann ich brauche ich auch nicht. Den Sand brauche ich auch nicht. Ganz ehrlich, Minecraft fühlt sich zwischendurch echt unflüssig an. Und das will ich jetzt dann in den Sommerferien auf jeden Fall beheben. Und mir eine neue Grafikkarte zulegen, indem ich arbeiten gehe und bliblablups. Ihr kennt ja das Ganze, wenn man kein Taschengeld oder sowas hat, muss man sich natürlich alles selbst irgendwie besorgen. Und ich habe die Idee, wieder zu arbeiten zu gehen und mir ein bisschen Money zu machen. Und dieses Money dann in eine neue Grafikkarte zu stecken. Und ich will jetzt mal gucken, ob ich es in eine GeForce GTX 980 Ti stecken will. Oder in eine GeForce GTX 1080. Wobei natürlich eine 1080er richtig geil wäre. Es kommt natürlich am Ende drauf an, wie viel Geld ich verdient habe. Um es natürlich ausrechnen zu können. Natürlich, so eine GTX 1080 hat natürlich eindeutig mehr Leistung. Und diese Leistung macht sich dann natürlich auch bemerkbar. Und das ist natürlich eine der großen ausschlaggebenden Sachen. Weil RAM-Speicher habe ich auf jeden Fall genug. Dann kommt nur noch dazu, dass ich vielleicht den i5 dann gegen den i7 austauschen muss und ein größeres Netzteil irgendwann mal einbauen muss, damit wir mehr Strom haben. Hier auf der Leistung. Ja. Schreibt mir mal eure Meinung. Was sollten wir, oder was sollte ich mir für eine Grafikkarte holen? Sollte ich mir eher vielleicht die ganz neue, die 1080er holen oder doch eher auf eine 980er Ti von MSI? Weil die hat mir am besten gefallen. Die sah sehr gut aus mit zwei individuellen Lüftern und hin und her, also mit einer Bronzeleitung oder irgendwas war da. Das war auf jeden Fall richtig geil gemacht. Und hermachen tut sie natürlich auch was. Was natürlich immer eine Grafikkarte Nummer 1 Punkt, bevor Leistung und irgendwas kommt, die muss geil ausschauen. Heutzutage ist immer das Wichtigste das Aussehen. Nicht nur der Rest. So. Bevor ich will jetzt, ich bin schon wieder komplett in meinem Kopf drin und vergesse immer mit euch zu reden. Wir suchen eigentlich nach hier Fossilien. Weil Rest kommt ja eh automatisch. So. Aber ich will mich jetzt auch demnächst dann vorbereiten auf eine kleine Mining-Tour. Ach, guck mal, jetzt bleibt der hängen. Ach man, ich hab gehofft, der Bug bleibt. Scheiße. Muss ich hier schon ausheben. Weil wir müssen, ich will jetzt dann auch mit AE langsam anfangen, damit ich alles ein bisschen besser verbinden kann und bliblablups. Ist halt der Sinn der Sache, dass das relativ schnell abläuft. Weil ist ja so, dass wir sonst Probleme mit allem Möglichen bekommen. Wenn wir überlegen, wir brauchen hier echt so ein richtig schönes Dino-Gehege-Gebiet, ne? Und jetzt leckt es gerade, warum leckt es hier? Manchmal verstehe ich das nicht. Ist es die Ränder eine? Ich muss hier mal drüber fliegen, wenn wir Pause haben und einfach vorrendern lassen. Weil wenn ich hier drüber laufe und mitten in der Aufnahme es anfängt zu lecken, ist es auch nicht gerade die coolste Sache. Die Berge sind natürlich richtig cool. Nachteil ist natürlich ein großer, dass wir hier erst die ganzen Sachen auch absichern müssen, bevor wir hier... Die Bäume gefallen mir richtig gut. Die gefallen mir ja richtig. Alter, sind die geil.
Ja, wahrscheinlich hat die Lava gerade diesen Frame-Drop verursacht, weil Lava ist ja auch sehr FPS-ziehend. Oder eine der größten FPS-Junkies, wie ich sagen würde persönlich, ist Lava. Lava, weil es ziemlich viel updaten muss und bliblablups. Und hey, da, genau das will ich haben. Gib her. Und man sieht schon, jetzt gerade hat es echt einen Fehler im Schädel. Hä? Hallo? Gib her. Lass mich raten, ich habe keinen Platz mehr im Inventar dafür. Etwa so klar, ey. Och, meine Fresse. So, jetzt muss ich... Ich will das Zeug auch noch mitnehmen hier. So, jetzt muss ich schauen, was kann ich wegschmeißen. Alter, die FPS sollen mal wieder hochkommen. Was geht jetzt gerade ab? Ruckel, ruckel, ruckel Folge, oder was? Das ist jetzt Rivercane, das wir mitnehmen. Das werden wir bei uns mal anbauen. Und dann tue ich jetzt noch eine Folge extra aufnehmen, weil ich jetzt ein bisschen voraufnehmen muss. Wir haben in 2 Wochen eine sehr wichtige Prüfung. Unsere erste Reiterprüfung. Und da muss ich natürlich sehr gut vorbereitet sein. Auch wenn man sagen kann, okay, diese Prüfung ist noch nicht wirklich schwer. Aber trotzdem, man will natürlich perfekt vorbereitet sein und auch nichts falsch machen. Und deswegen muss ich schauen, dass ich viel Zeit mit dem Pferd verbringe, viel Zeit beim Training verbringe und da mein Pferd noch gerade jetzt im Krankenstand ist, aber hoffentlich wieder einsatzbereit ist, sobald ich die Prüfung habe, muss ich schauen, dass sobald es wieder gesund ist, wir die Prüfungen übungs durchgehen können, damit ich die dann auch gut abreiten kann oder abgehen kann. Dieser Hut. Meine Güte. Dieser Hut so schön. Scheiße, ich drück doch in die falschen Tasten. Wo kamen wir eigentlich? Wo bin ich überhaupt? Andere Frage. Ach, ich weiß schon, wo wir sind. Da ist zu Hause. Wir sind jetzt einmal um den Fluss rumgerannt. Ich will jetzt dann auch eine Brücke hier rüber bauen. Sobald ich das alles, das Level gesenkt habe nochmal, will ich das um eins, will ich eine Brücke hier rüber setzen. Weil ich ja vorhab, da drüben, also hier das Gehege zu bauen, das erste Pflanzenfressergehege. Das bedeutet auch wiederum, wir müssen demnächst anfangen, hier wirklich das Gehege vorzubereiten. Und dann brauchen wir noch große Bäume und bla, weil die brauchen natürlich auch ein bisschen Pflanzen, Vegetation und hin und her. Wir müssen uns ja um die sorgen, ne? Und dafür will ich jetzt dann nach diesen 2 Folgen in der Aufnahmepause sorgen, weil ich dann natürlich sehr viel Zeit habe in der Zwischenzeit. Wenn ich gerade, weil mein Pferd hat noch ein bisschen länger Pause, dann kann ich in der Zeit aber schon mal vorbereiten. Wir müssen uns dann auch mit Palms Harvest Craft mal auseinandersetzen. Weil, Alter, diese Frames. So, schauen wir mal hier. Und das ist ganz schön laut. Mal so nebenbei gesagt. Leck mich fett am Stissel. Manissel. So, jetzt ist es einseitig im Ohr. Auch nicht schlecht. Nein, das wollte ich nicht. Eine Rampe nehmen. Okay, legen wir uns mal schnell pennen. You can only sleep at night. Da. So, Pop. Ich habe immer noch nicht geschaut, was ein Tylosaurus ist, aber ein Ankylosaurus weiß ich, was ist. Das ist nett und lieb und knuddelig. Und deswegen machen wir das jetzt also auch. Wir tun mal hier das rein. Dich hier rein. Zip. Ja. Lipids haben wir nicht so ganz voll gekriegt, aber scheiß drauf. Alter, das frisst viel. Leck mich fett, holla die Waldfee. Halt, stopp, ich hab den einmal vergessen. Und jetzt können wir die Ankylosaurus-DNA da reinpacken. Und es wird cultivated. Und jetzt können wir aber pennen legen. Und damit würde ich auch sagen, beende ich diese Folge heute wieder. Und bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.